der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich kommt das neue Lehramtsstudium Primarstufe gut an. Trotz verlängerter Studienzeit entschieden sich mehr als 100 Studenten für die 10-semestrige Ausbildung. Nächstes Jahr erfolgt die Rundumerneuerung der Sekundarstufe. Ab sofort startet in Oberösterreich ein Pilotprojekt, das Schülerinnen im vierten Jahrgang der HTL mit Mentoren aus der Wirtschaft zusammenführt. Ziel ist es, die Mädchen auch nach dem Abschluss weiterhin in technischen Berufen zu halten. Am 5. Oktober starteten an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich die Public Lectures. Erster Referent war der Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Dr. Joachim Heindl-Grutsch. Unter anderem sprach er über das Thema Industrie 4.0. Nächsten Montag geht es mit Dr. Theodoro Kocker und der globalen Finanzmarkt- und Währungsentwicklung weiter. Am 11. Oktober ist Equal Pay Day in Linz. Insgesamt 30 Linzer Betriebe gewähren Frauen am 12. Oktober minus 25% Rabatt. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Stadt Linz.